Herzlich willkommen, Animal Crossing, euren Freunde. Ja, im letzten Part haben wir ja versucht, den Piranha zu fangen. Da gibt es gute Neuigkeiten. Ich habe jetzt nämlich einen Piranha gefangen, tatsächlich. Mücke, da, Piranha. Und da, Meister an. Und das ist ein Döbel. Oh, warte. Dann der nächste Fisch, Leute. Der nächste Fisch. Ah, so kann man es auch ausblenden. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr stürmischer Tag, als ich den gefangen habe. So, da ist er. Da ist er. Der Schöne. Also schön ist er gar nicht. Ein Piranha. Das hat doch Biss. Ja, genau. Den habe ich gefangen. Was habe ich hier nochmal fotografiert? Ich glaube, das war aus Versehen. Ja, das war aus Versehen. Genau. Wir gehen nochmal hier rein. Denn wir versuchen heute den, warte mal eben, wie heißt der Fisch? Flösselhecht zu fangen. Den gibt es nur zwischen 21 und 4 Uhr. Wir haben eigentlich gerade 8 Uhr morgens, den 18. Aber da ist er nicht da, ja. Und ich muss heute vorproduzieren, weil sonst schaffe ich halt nichts. Weil so Order 2 kommt gleich, dann Last of Us und morgen Umzug. Nee, übermorgen Umzug. Der ist zu klein. Deswegen machen wir heute nur die Dinger hier. Warte, ich muss noch mal kurz lesen. Ist der groß, der Schatten, oder klein? Groß. Okay. Dann hoffentlich bekommen wir den dann auch. Und dann auch fehlt uns wieder der Hammerhai und noch ein Goliath-Käfer. Den es nur zwischen 18 und 8 Uhr gibt, glaube ich. Glaube ich, ne? Also, wissen tue ich jetzt nicht. Aber naja. Gestern hatte ich echt überhaupt, also, habe ich auch nicht mehr dran gedacht, noch einen Animal Crossing Part für heute aufzunehmen. Wegen Pokémon. Deswegen muss ich das heute aufnehmen. Ist auch zu klein. Oh Gott, schon wieder 10 verschwendet hier. Die alle zu klein sind. Hallo, ich brauche große. Etwas Größeres brauche ich. Komm, Spiel. Ich bin nur ein treuer Spieler. Oh, danke. Bin schon mal etwas größer. Ah, der bewegt sich jetzt. Super. Und mit Ende können wir gleich auch reden. Den Koi-Karpfen. Hallo Ende. Hey Moritz, was für ein Zufall, dich hier zu treffen, Gronk. Also als ich bei Grete vorbeigekommen bin, hat es da stark nach Nudelsuppe gerochen. Damit war mein Spaziergang dann gelaufen. Okay. Nudelsuppe. Ich habe noch nie so eine richtige Ramen gegessen, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch in mein Leben. In meinem Leben. So, komm her, Fisch. Oh, bist du wieder ein Koi-Karpfen oder was bist du? Ein Katzenwelt. Okay. Hallo Koala-Schirn. Ich weiß schon gar nicht mehr seinen Namen. Obwohl er eigentlich mit am Anfang schon hier ist, ne? Seit dem Anfang. Oh Gott, da habe ich wegge. Das war mein Fehler. Sorry, Fisch. Sorry, Fisch. Müssen gleich vielleicht auch noch nach dem Rezept gucken. Oh, der ist schon groß. So. Oh. Gott. Ich finde, bei dem Haken ist es immer sehr, sehr schwer zu erkennen, ob der jetzt unten oder oben ist. Sind die dunklen Haken, glaube ich, viel, viel besser. Oder weiße, die dann grau werden oder so.
bin noch ein bisschen müde, ne? Aber ist so. Oh, er ist nach unten gegangen, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Wieder ein Katzenwels. Hab noch 25, die Hälfte hätten wir schon ausgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein, Leute. Bitte. Oh, wieder ein Vollkarpfen, ne? Ne, Katzenwels. Oh, 22, Leute. 22. Oh. Nach da. Ah, ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Ja, ist zu weit weg. Oh, Junge. Jetzt aber. Oh, Katzenwels, ne? Ne, Keulkarpfen. Okay, der Keulkarpfen ist immer ein bisschen heftiger am Rütteln als der Katzenwels. Ja, schon wieder ein. Oh, ich liebe es, ja, einfach zu angeln. Oh, oh, der ist heftiger. Das ist ein Knochenhecht. Hä? Warte mal eben. Knochenhecht. 16 bis 9 Uhr. Und Flüsselhecht 21 bis 4 Uhr. Okay, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Knochenhecht jetzt hier ist. Das ist ja nervig. Das wieder hier was. Das ist, glaube ich, wieder zu klein, aber mal gucken. Oh ne, ist ein Katzenwels. Ist ein Katzenwels. Du bist nichts. Du bist auch nichts. Du auch nicht. Bah, mein Gott, ey. Mann, komm doch. Komm doch, Flüsselhecht. Bitte. Ich brauch doch nur noch dich hier im Teich. Bitte. Hat er links gerade irgendwas kurz abgelenkt. Ah, das ist ein Geschenk. Natürlich sehr cool, ne? Naja. Hauen wir nochmal einen Köder rein. Er ist etwas größer. Oh Gott, das war viel zu weit da hinten. So, komm her, Fisch. Hab verkackt. Okay. Da. Komm her, Geschenk. Was bist du denn? Und zack. Was haben wir denn da Schönes? Bitte ein Sommerrezept. Schade. Ein Kakaobaum. Zeig mal her. Achso, das ist der. Okay. Und weiter geht's. Mhm.
So, die letzten 10 Versuche, Leute. Hier geht bestimmt jetzt nach hier. Hm? Was hat der denn da für Probleme jetzt? Och Junge, dein Ernst oder was? Ich raste hier aus. Es ist schon wieder so weit, Leute. Ich raste wieder aus. Och Mann, ich brauche keinen Karpfen. Ich brauche einen Flösselhecht. Flössi, komm doch endlich, bitte. Bitte. So, komm. Oh, der ist noch schwächer als alle anderen. Wieder ein Karpfen. Oh Mann, ich hab so ein Pech, Leute. Ich hab so ein Pech. Oh, dreh dich bitte nach links. Oh, fast. Junge. Ich hab gesagt fast. Och, auch fast. Komm, dreh dich einfach bitte nach rechts. Danke. Oh, nerviger Fisch. Alter, ja. Ist ja gut, ja. Wenn du nach dem 5. Mal nicht anbeißen willst, ja, dann... Ach, schrecklich. Schrecklich, sage ich da nur. So. Komm her, Fisch. Oh, ist wieder ein Karpfen, oder? So, die letzten 3, Leute. Die letzten 3. Das war nicht ganz so gut. Ich glaube, der ist schon zu klein für den Fisch. So, noch 2. 2, 2. Nee, du nicht? Du bist der Letzte, also. Nee, du bist es auch nicht. Okay. Dann laufen wir noch einmal den Strand entlang. In der Hoffnung, dass wir zum Beispiel noch eine Sommermuschel finden. Und ein Rezept. Das ist natürlich ganz schön schön. Dann haben wir nochmal ein paar Muscheln. Sehr gut. Ach Leute, ja, da müssen wir übermorgen wieder versuchen, den Teichfisch zu fangen. Oder vielleicht dann erstmal wieder den Hammerhai. Dass man das so ein bisschen im Abwechseln machen. Ja, ich hoffe, irgendwann kriegen wir die beiden dann. Ich denke, den Goliath-Käfer wird jetzt nicht allzu das Problem sein. Bäckchen, ja, hallo. Hey, ich würde dir gerne was schenken, ein Pyjama. Danke. Cool. Oh, danke. Oh, ich habe sogar Meilen geschafft. Ich fasse es nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir nochmal ein Rezept, was wir hier ablegen können. Und das auch. So. Oh, 2 Muscheln. Gilliver, komm doch mal bitte vorbei.
Naja, wir haben zumindest den Piranha. Zwar auch nicht im Part gefangen, aber immerhin haben wir ihn. Immerhin. Das ist doch auch was. Da ist Lukas, der auch mal langsam abhauen könnte von der Insel. Aber nee, dem gefällt es ja hier so. Und dem gefällt es ja auch so, wie ich ihn behandle. Ja, okay, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing. Wir sehen uns morgen wieder zu Minecraft Dungeons. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.